Reichert ist Chefarzt der Onkologie am Helios-Klinikum Berlin-Buch, stellvertretender Leiter des Sarkom-Zentrums Berlin-Brandenburg und Leiter des Onkologischen Zentrums Berlin. Zudem, freue ich mich ganz besonders, das zu sagen, ist er Vorsitzender der Deutschen Sarkom-Stiftung. Ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, dass Sie, Herr Dr. Reichert, sozusagen ein Mann der ersten Stunde sind, was das Thema GIST betrifft, also schon von Anfang an eigentlich mit GIST befasst sind. Und ich glaube auch hier nicht zu lügen, wenn ich sage, dass Sie einer der führenden GIST-Experten nicht nur in Deutschland, sondern auch international sind. Was mich auch besonders freut und was ich auch gerne hier nochmal betonen möchte, ist, dass Herr Dr. Reichert schon seit vielen Jahren sehr aktiv mit uns Patienten und Patientenvertretern dabei ist, mit viel Herzblut, früher eben beim Lebenshaus und heute, wie gesagt, bei der Deutschen Sarkom-Stiftung. Und jetzt freue ich mich, Sie hier willkommen zu heißen. Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Dr. Reichert. Ja, Frau Schuster, vielen Dank für die sehr freundliche Einführung, liebe Zuhörende und Zuhörer. Wie Zuhörende ist geschlechtsneutral. Das gilt also für alle Geschlechter. Ja, Thema ist heute die lokalisierte GIST-Erkrankung, insbesondere das Thema Rückfallrisiko. Wie ermitteln wir ein Rückfallrisiko? Und was gibt es für gegebenenfalls notwendige, ergänzende, unterstützende Maßnahmen, die man nach der Operation, gelegentlich sogar vor der Operation, durchführt. Ich freue mich, dass Sie alle soweit zuhören. Wie schon angekündigt, Diskussion führen wir dann im Anschluss. Der Vortrag wird nicht so sehr lange werden, sodass wir dann auch etwas mehr Zeit haben für ausführliche Diskussion. Ganz kurz, Lokaltherapie. Was ist die Therapie der Wahl, wenn man einen GIST entweder vermutet oder schon durch eine feingewebliche Probe gesichert hat? Grundsätzlich gilt bei Tumoren, die man beispielsweise bei einer Spiegelung, also bei einer Magenspiegelung oder sehr selten vielleicht auch bei einer Enddarmspiegelung oder bei einer Darmspiegelung sieht, die verdächtig sind, immer wenn diese größer sind als 2 Zentimeter, dann muss eine Gewebeprobe erfolgen, die so lange notfalls wiederholt werden muss, bis man eine sichere Diagnose bekommt, dass es entweder ein GIST ist oder eben eine andere Erkrankung. Ausnahme ist hier der Enddarm, das sogenannte Rektum, wie das im Fachbegriff heißt. Hier muss immer eine Probe genommen werden, weil die GIST im Enddarm bösartiger sich verhalten, also noch aggressiver und noch früher zu einer Streuung neigen, sodass man hier auch kleine Tumoren, die vielleicht nur wenige Millimeter sind, entfernen und feingeweblich sichern muss, wohingegen man zum Beispiel im Magen einen Tumor, der verdächtig auf ein GIST ist, der dann, sagen wir mal, 12 Millimeter groß ist, nicht zwingendermaßen entfernen muss. Man kann hier auch eine Verlaufskontrolle machen, sodass man mit dem Patienten bespricht. Entweder man macht jetzt regelmäßige Magenspiegelungen, anfangs alle 3, später alle 6 Monate und guckt, ob der Befund, der verdächtig auf dem GIST oder als solcher gesichert ist, in der Tat wächst. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal wachsen diese Tumoren auch nicht. Dann muss man auch nichts unternehmen. Wenn sie indes wachsen und größer werden, dann müssen sie entfernt werden. Die meisten Patienten neigen in der Situation dazu, die Tumoren entfernen zu lassen. Dann ist auch in vielen Fällen keine weitere Nachkontrolle mehr notwendig. Wenn allerdings ein Patient in sehr hohem Alter ist, vielleicht dann auch Kontraindikationen oder Bedenken hinsichtlich einer Narkose hat, dann kann man bei einem kleinen Tumor, der kleiner als 2 Zentimeter ist, auch abwarten und eine gelegentliche Spiegelung machen. Und in vielen dieser Fälle wird dann im Verlauf auch keine Operation notwendig werden. Wie gesagt, vor allem im höheren Lebensalter kommt das mal vor, dass ein Patient sagt, nee, er will jetzt nicht operiert werden. Man guckt da hin und wieder nach. Aber für einen jüngeren Patienten, der dann überlegt, ob er jetzt die kommenden Jahre oder Jahrzehnte regelmäßig zur Spiegelung geht, oder den Tumor entfernen lässt und dann ist die Angelegenheit erledigt, der wird in den allermeisten Fällen dann eine Entfernung wünschen und das sollte dann auch durchgeführt werden. Interessanterweise gibt es hier immer wieder Missverständnisse. In den Leitlinien steht, wie hier aufgeführt, dass Tumoren über 2 Zentimeter
eben entfernt werden sollten. Wir haben immer wieder Patienten, die bei uns um eine Zweitmeinung nachfragen, die einen Tumor von vielleicht 1,5 Zentimeter haben und die uns dann berichten, dass man ihnen gesagt hätte, man dürfe diesen Tumor erst entfernen, wenn er größer als 2 Zentimeter ist. Das ist natürlich Unsinn. Da liegt ein Missverständnis vor. Über 2 Zentimeter sollte man den Tumor entfernen. Unter 2 Zentimeter kann man ihn entfernen, wenn der Patient es wünscht. Man kann auch eine Verlaufskontrolle machen. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen werden wir den Tumor dann auch schon in einer kleineren Ausdehnung entfernen. Das Ziel ist die vollständige chirurgische Entfernung. Hier gibt es keine Vorgaben, mit wie viel Sicherheitsabstand, also mit 1 Zentimeter, 2 oder 3 Zentimeter, da gibt es keine Vorgaben. Vollständige Entfernung heißt, der Tumor wird komplett entfernt und der Pathologe, der dann das Operationspräparat untersucht, bestätigt dem Chirurgen, ja, der Tumor ist vollständig entfernt. Er ist komplett von einem Randsaum gesunden Gewebes umgeben und es gibt keine Stelle, wo man sagt, da reicht der Tumor bis an den Rand heran. In so einem Fall kann man natürlich dann nicht sicher sein, dass er nicht vielleicht über den Rand hinausgeht und noch Reste im Patienten verblieben sind. Also vollständig ist immer dann, wenn der Pathologe sagt, ja, der Tumor ist rundum von gesundem Gewebe umgeben, sodass also der Tumor wirklich komplett entfernt ist. Das ist das entscheidende Ziel. Es gibt Situationen, wo zur Erreichung einer solchen vollständigen Entfernung unter Umständen eine sehr ausgedehnte Operation notwendig ist. Die Tumoren können ja, weil sie meist wenig Symptome, wenig Beschwerden machen, vor allem im Magen, durchaus sehr groß werden, bevor sie dann entweder zufällig oder dann doch durch Beschwerden, Blutarmut, Übelkeit oder so auffallen. Und wenn die dann sehr groß sind, dann ist es in seltenen Fällen mal möglich, dass der Operateur, der Chirurg sagt, um sicher zu gehen, könnte es sein, dass man den ganzen Magen entfernen muss. Das sollte unter allen Umständen vermieden werden, weil eine komplette Magenentfernung ist zwar chirurgisch kein großes Problem, aber für den Patienten hinterher meist ein großes Problem, weil der Magen hat schon seine wichtige Bedeutung und ohne Magen ist dann die regelmäßige Nahrungsaufnahme und alles durchaus nicht unproblematisch, sodass es hier häufig zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität, erheblicher Gewichtsverlust etc. kommt. Also eine komplette Magenentfernung sollte, wie wenn irgend möglich, vermieden werden. Das heißt, wenn die Operation möglicherweise, da reicht dann schon die Gefahr, dass es so sein könnte, so ein Ausmaß annehmen kann, dann ist immer zu prüfen, ob man nicht eine Vorbehandlung durchführt. Also eine medikamentöse Vorbehandlung mit dem Ziel, den Tumor so weit zu verkleinern, dass man dann eine weniger ausgedehnte Operation macht, also nur eine Magenteilentfernung. Bei kleinen Gist reicht das Entfernen eines kleinen Stücks Magen. Das gibt im Prinzip dann nur ein Loch, das wird wieder zugenäht. Und der Patient merkt hiervon dann nach der Operation in aller Regel gar nichts, hat also keine Beschwerden nach der Operation und keine Einschränkung der Lebensqualität. Also, wenn große Operation möglicherweise droht, dann Prüfung einer Vorbehandlung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier muss der Patient natürlich die Möglichkeit bekommen, das gegebenenfalls dann auch nochmal im Sinne einer Zweitmeinung zu diskutieren. Wir erleben allerdings leider inzwischen selten, früher häufiger, dass dann einfach operiert wird und hinterher die Fragen gestellt werden und die Antworten gegeben werden. Nur wenn der Magen mal raus ist, dann ist er raus und er wächst auch nicht wieder nach. Also hier sind wir immer bemüht, unsere Fachkollegen darauf hinzuweisen, dass man in so einem Fall unbedingt das vorher besprechen muss im interdisziplinären Team, also Operateur, Chirurg, Onkologe,
Radiologe, Pathologe, um dann eben die bestmögliche Therapie festzulegen. Ganz entscheidend ist, bevor man eine medikamentöse Behandlung überlegt oder gar durchführt, muss zwingend, das ist kein Luxus, das ist zwingend erforderlich, eine sogenannte Mutationsanalyse durchgeführt werden. Das ist eine feingewebliche Spezialuntersuchung, die uns zeigt, wo genau in dem Tumor, in der Tumorzelle, der Kurzschluss, der das Tumorwachstum bedingt, passiert ist, weil davon die Wahl des Medikaments, die Dosierung und überhaupt die Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung abhängt. Also das ist zwingend erforderlich. Ohne diese Untersuchung kann die Entscheidung einer Vorbehandlung nicht getroffen werden, weil es gibt Veränderungen, da gibt es keine medikamentöse Behandlungsmöglichkeit, dann muss man eben in jedem Falle operieren, dann gibt es keine Alternative. Aber in den meisten Fällen können wir durch eine Vorbehandlung den Tumor so weit verkleinern, dass anschließend eine weniger belastende Operation möglich ist. Wenn der Tumor jetzt vollständig entfernt wurde, dann stellt sich natürlich für den behandelten Arzt und insbesondere natürlich für den Patienten die Frage, ist das Thema jetzt erledigt oder wie wahrscheinlich ist denn ein Rückfall? Rückfall heißt nach vollständiger Entfernung eines Gist in aller Regel das Auftreten von Streuherden, Metastasen, weil ein sogenanntes Lokalrezidiv, also ein Rückfall an der Stelle, wo man operiert hat, also beispielsweise Gist war im Magen, man hat den Gist im Magen korrekt, komplett entfernt, dann ist ein Lokalrezidiv, also ein Rückfall des Gist im Magen, extrem selten. Rückfall heißt dann eben Entwicklung von Streuherden und Streuherde entstehen am häufigsten beim Gist, in der Leber oder am Bauchfell, dem sogenannten Peritoneum. Die Frage ist also, wird es zu einem Rückfall kommen? Oder kommt es nicht zu einem Rückfall? Leider gibt es bislang, und es wird auch, fürchte ich, erstmal weiterhin so bleiben, keine Möglichkeit, das individuell festzulegen. Das heißt, einem Patienten konkret zu sagen, bei Ihnen wird es einen Rückfall geben und bei Ihnen im Nachbarbett wird es keinen Rückfall geben. Das ist bislang noch nicht möglich und auch nicht abzusehen, ob das in näherer Zukunft möglich sein wird. Was wir aber können, ist die Abschätzung, wie wahrscheinlich ein Rückfall als statistischer Wert ist. Das heißt, von 100 Patienten bekommen so und so viele einen Rückfall. Man weiß aber dann leider nicht sicher, wer zu welcher Gruppe gehört. Auf dem Bild, was Sie hier sehen, ist das Rückfallrisiko für GIST insgesamt aufgeführt. Das heißt, hier sind alle GIST-Erkrankungen untersucht worden, unabhängig von der Größe, von allen anderen Kriterien, also einfach unter dem Aspekt GIST als Diagnose. Und wie Sie sehen, ist bei etwa 60%, also mehr als die Hälfte, mit der Operation die Krankheit dauerhaft und sicher geheilt. Die anderen 40% bekommen im Laufe der Zeit, meistens früher, selten später, einen Rückfall. Das heißt, die Frage ist jetzt, ein Patient, der vor mir sitzt, den ich berate, gehört der zu den 60%, die geheilt sind, oder gehört er zu den 40%, die einen Rückfall bekommen? Das wüsste man gerne, das wüssten wir gerne, damit wir den Patienten entsprechend beraten können. Und es möchte natürlich der Patient wissen, ob jetzt alles gut ist oder ob er sich auf einen möglichen Rückfall einstellen muss und dann insbesondere, ob man irgendwas unternehmen kann, damit der Rückfall möglichst nicht kommt. Jetzt ist natürlich die Einteilung, 60% kriegen einen Rückfall, 40% kriegen keinen Rückfall, sehr grob. Und glücklicherweise sind wir seit vielen Jahren in der Lage, das wesentlich genauer noch einzuteilen,
indem er entsprechende sogenannte Risikofaktoren heranzieht. Das ist auf diesem Bild dargestellt. Die Faktoren, die hier eine Rolle spielen, sind die Tumorgröße, einfach in Zentimetern gemessen, und dann die Anzahl an Zellteilungsfiguren, die der Pathologe bei der Beurteilung des feingeweblichen Präparates sieht. Hier gilt die einfache Regel: je mehr Teilungsfiguren der Pathologe sieht, desto teilungsfreudiger, also schneller wachsend ist der Tumor, und je weniger Teilungsfiguren der Pathologe sieht, desto langsamer wachsend ist der Tumor, desto weniger aggressiv verhält er sich. Also Größe, Wachstumsverhalten an den Teilungsfiguren, sogenannte Mitosen, und als drittes noch die Lokalisation. Wo ist der Gist entstanden? Im Magen, im Dünndarm oder im Enddarm? Mit diesen Kriterien kann man die Rückfallwahrscheinlichkeit sehr genau einordnen. Und wie Sie sehen, reicht die dann von 0 bis 90%. Nehmen wir also an, ein Patient hat einen kleinen Gist, das wäre die oberste Zeile, kleiner als 2 Zentimeter mit weniger als 5 Teilungsfiguren, 5 pro 50 HPF ist es hier abgekürzt, dann ist egal, wo der Tumor primär sich befunden hat, das Rückfallrisiko ist dann 0%. Das heißt, der Patient ist mit Sicherheit geheilt und muss nicht mit einem Rückfall rechnen. Nehmen wir als Gegenbeispiel einen sehr großen Gist, also in der untersten Zeile, über 10 cm, das ist gerade im Magen durchaus gar nicht so selten, sagen wir 12 cm. Und der Pathologe sagt, ja, der hat sehr viele Teilungsfiguren, also mehr als 5 pro 50 HPF. Dann ist das Rückfallrisiko bei dem Tumor im Magen 86%, im Dünndarm dann auch in der Größenordnung 90-86%. Also sehr hoch, das heißt, dieser Patient wird nicht mit Sicherheit, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen Rückfall erleiden. Jetzt ist das Problem an dieser Einteilung wie an allen Einteilungen, die man eben in entsprechenden, ich nenne es mal Schubladen durchführt. Da gibt es immer eine Grenze, und an der Grenze ist es natürlich so, dass durch eine kleine Verschiebung sich eine erhebliche Änderung ergeben kann. Ja, das ist wie wenn Sie zu schnell fahren und geblitzt werden. Wenn Sie gerade noch so durchrutschen, dann blitzt es nicht. Und wenn Sie auch nur 1 Kilometer schneller fahren, dann blitzt es. Und dann kann es unter Umständen sehr teuer werden. Schlimmstenfalls ist der Führerschein weg. Und der Unterschied zwischen gerade noch gut gegangen und gerade geblitzt, der ist minimal, 1 Kilometer vielleicht pro Stunde, also ganz, ganz wenig. Aber die Konsequenzen sind eben gravierend. Das ist hier eben, wenn man das so einteilt, auch so. Wir gucken uns mal ein Beispiel an. Habt es hier mal dargestellt. Wir gehen mal davon aus, der Gist ist im Magen lokalisiert, ist also in der Spalte gastric. Das ist Englisch für Magen. Wenn der Tumor hat jetzt in beiden Fällen mehr als 5 pro 50, sehen Sie, das eine Mal ist jetzt in der Gruppe 2,1 bis 5 Zentimetern. Und das in der Zeile drunter, 6a, ist die Größe 5,1 bis 10 cm. Das bedeutet, wenn der Pathologe sein Zentimetermaß anlegt und misst 5 cm, dann kommt raus, das Rückfallrisiko ist 16%. Das ist vergleichsweise wenig. Wenn der Pathologe aber sagt, das ist 5,1 cm, das längste Maß vom Tumor, dann ist das Rückfallrisiko plötzlich 55%. Das ist schon sehr hoch. Jetzt stellen Sie sich mal Ihren Sonntagsbraten vor. Der liegt jetzt vor Ihnen auf dem Brett, wo Sie ihn zubereiten, und legen jetzt ein Zentimetermaß an. Ja, wenn Sie jetzt noch ein paar Minuten warten, dann wird der von alleine ein bisschen breiter, der Braten, weil er ein bisschen in die Breite geht.
Und ruckzuck hat man eine Veränderung von ein paar Millimeter mehr oder weniger. Das heißt, die Idee, dass zwischen 5 cm und 5,1 cm, 1 mm Unterschied, so ein Riesensprung im Risiko sich ergibt, ist natürlich vollkommener Unfug, zeigt einfach die Schwachstelle, die Problematik mit dieser Einteilung in Kategorien. Da kann man sagen, na gut, 5,1 ist ja so beinahe wie 5. Dann nehmen wir 5,1 noch in die Gruppe 5 und dann fängt die Gruppe 6a halt bei 5,2 an. Das ändert natürlich gar nichts, weil dann haben wir natürlich wieder einen Unterschied von einem Millimeter, der halt von der einen Schublade in die andere Schublade führt, sodass das dann auch keine Lösung ist. Das Gleiche gilt, nächstes Beispiel, für die Teilungsfiguren. Ja, wir sehen hier Gruppe 3a und Gruppe 6a. In beiden Fällen ist der Tumor zwischen 5,1 und 10 cm. Im einen Fall zählt der Pathologe maximal 5, also kleiner gleich 5 pro 50 HPF. Und in der anderen Gruppe, 6a, zählt er mehr als 5, also sagen wir 6. Und jeder, der das mal im Mikroskop gesehen hat, und alle Pathologen bestätigen das, das ist extrem anfällig zu sagen, ja, das sind jetzt gerade 5 oder vielleicht auch 6. Hier ist der Unterschied noch gravierender, wenn der Pathologe sich nach langem Überlegen entscheidet, ich entscheide mich für 5, beim 6. bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich was ist, dann ist das Risiko 3,6%, also praktisch nichts. Der Patient ist geheilt und geht letztlich ohne Nachsorge nach Hause. Wenn der Pathologe sagt, bei dem 6. kleinen Fleck hier bin ich mir nicht so ganz sicher, vielleicht ist es doch eine Teilungsfigur, ich sage mal 6, dann ist das Risiko beim Patient plötzlich 55%. Das ist ein Hochrisiko und der Patient braucht dann natürlich eine Behandlung. Also Sie sehen, das ist sowohl was die Größe als auch was die Teilungsfiguren angeht, sehr schwierig, wenn es sich um die Grenzbereiche handelt. Das ist zum Glück relativ selten, weil in den meisten Fällen ist der Gist entweder mit vielen Teilungsfiguren behaftet, dann sind es weit über 5 oder auch über 10. Oder er hat halt praktisch gar keine Teilungsfiguren. Das heißt, in den meisten Fällen ist es so um die 0 oder über 10. Dann ist es auch relativ einfach, die Zuordnung. Aber in den Grenzbereichen, also alles so um die 5 rum, das ist für die Größe und für die Teilungsfiguren sehr schwierig. Was machen wir jetzt, um diesem Problem eben gerecht zu werden? Es gibt eine neuere Klassifikation, die sehen Sie hier. Das sind sogenannte prognostische Kontur-Maps, also Darstellungen, die letztendlich einen fließenden Übergang bedeuten. Hier gibt es keine Schubladen für die Größe und für die Teilungsfiguren, hier als Methodic Count abgekürzt, sondern hier kann man für jeden beliebigen Wert eine Risikogruppe, keinen konkreten Wert, aber eine Risikogruppe bestimmen. So, ich gucke jetzt mal, Sie müssten jetzt hier den Pfeil sehen. Wir gucken mal nach. Als erstes muss man sehen, ist es Magen oder nicht Magen? Und dann ist der Tumor während der Operation geplatzt. Ups, geplatzt. Dann wäre es hier unten Ruptur present, also anwesend. Keine Ruptur oder man weiß es nicht. Man weiß es nicht, gibt es eigentlich nicht, weil entweder der Tumor ist geplatzt oder er ist nicht geplatzt. Nehmen wir mal ein Beispiel an. Tumor sitzt im Magen, ist nicht geplatzt. Dann haben wir dieses Schaubild. Jetzt kann der Pathologe, wenn er unsicher ist, einfach trotzdem eine Mitosezahl angeben. Wir nehmen mal an, der Pathologe sagt 6 Mitosen. Dann ist es hier 6. Und da ist die Zentimeterangabe, nehmen wir mal an, der Tumor ist 4 Zentimeter. Ja, dann gehen wir hier von der 6. Hierüber bei 4. Das heißt, wir landen in diesem Mittelblau. Dann gucken wir nach.
des Mittelblau ist hier unten 10-20%. Das ist ein sehr geringes Risiko. Da brennt also nichts an. Wenn jetzt die Mitosen 10 sind und der Tumor ist 15 cm groß, dann sind wir hier im Rosanen. Das heißt 60-80% Rückfallrisiko. Das ist dann schon sehr hoch. Und der Vorteil dieses Systems ist eben, dass zwischen 10 und vielleicht 11 oder zwischen 5 und 6 Mitosen kein wirklich großer Unterschied besteht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, durch so einen kleinen Schritt von der einen in die andere Farbe zu kommen, das Risiko ist relativ gering. Und wenn man nur zufällig genau an der Grenze landet, wo sich die eine Farbe in die andere verwandelt, dann ist man halt auch hier genau an dem Punkt. Und dann wird man sagen, es ist so um die 20 oder um die 40. Also man kriegt auf die Art eine deutlich zuverlässigere und deutlich weniger anfällige für eine entweder Überschätzung des Risikos oder Unterschätzung des Risikos. Weil wenn wir zurückgehen, dann gibt es ja hier in beiden Fällen die Gefahr, entweder der Pathologe unterschätzt das Risiko und sagt, das sind nur 3,6%. Ja, dann würde man sagen, Patient, keine Gefahr, alles soweit gut, obwohl die Gefahr in echt vielleicht höher ist. Oder der Pathologe überschätzt die Gefahr und sagt, hier über 50%. Dann muss man dem Patienten leider sagen, ja, hohes Risiko, da müssen wir jetzt unter Umständen was unternehmen, obwohl in Wahrheit vielleicht das Risiko viel geringer ist. Also da hat es viele Auswirkungen und bei diesem System hat es eben keine Auswirkungen. Was wir praktisch persönlich immer machen und auch allen eben empfehlen zu machen, ist, dass man beide Systeme verwendet, sowohl im einen als auch im anderen nachguckt, um eben der Gefahr einer Übergangszone entweder über- oder unter zu bewerten, nicht aufsitzt und auf die Art eine sehr zuverlässige Größenordnung bekommt, in welcher sich das Risiko für den individuellen Patienten befindet. Nichtsdestotrotz, das sei an der Stelle nochmal ganz klar gesagt, heißt Risiko immer nur statistisches Risiko. Selbst wenn das Risiko 90% ist, wird einer von 10 Patienten keinen Rückfall bekommen. Wir wissen aber halt leider nicht, ob der, der gerade vor uns sitzt, der eine oder einer von den 9 ist. Das heißt, das Risiko ist auch bei all diesen weiterentwickelten Systemen immer nur als statistischer Wert und nie individuell auf einen persönlichen Patienten zu beziehen, zu ermitteln. Ja? Also so ermitteln wir das Rückfallrisiko als Wahrscheinlichkeitswert. So, jetzt ist die Frage, wenn die Rückfallgefahr sehr, sehr niedrig ist, dann stellt sich natürlich die Frage, können wir das Risiko jetzt verringern? Nicht, weil wenn das Risiko eh minimal ist, dann wird man es auch in aller Regel nicht weiter verringern können, weil ein minimales Restrisiko bleibt eigentlich immer. Wenn das Risiko aber hoch ist, stellt sich natürlich die Frage, müssen wir das jetzt einfach so akzeptieren oder gibt es die Möglichkeit, das Risiko eines Rückfalls zu verringern? Das heißt, der Patient hätte ein hohes Risiko. Wir unternehmen etwas und können das Risiko dadurch verringern. Das ist ein Thema, was uns seit vielen Jahren beschäftigt hat und weiter beschäftigt und wo wir aber sehr, sehr viel gelernt haben, wie man mit dem umgeht. Die erste Untersuchung zu dem Thema haben die Amerikaner gemacht und im Jahr 2009 veröffentlicht. Das heißt, das ist schon über 10 Jahre her. Die Untersuchung wurde sehr früh begonnen und hat einige Schwächen. Die Hauptproblematik bei dieser Untersuchung ist, dass zu der Zeit, als die Amerikaner diese Studie begonnen haben, man über all das, was ich gerade ausführlich erklärt habe, nämlich die Beurteilung des Rückfallrisikos, noch nicht wirklich viel gewusst haben und das, was man eigentlich gewusst hätte, nicht berücksichtigt haben. Das heißt,
Hier in diese Untersuchung wurden alle Patienten eingeschlossen, die einen Gist hatten, der größer als 3 Zentimeter war. Wir wissen heute, dass größer 3 Zentimeter sich im Risiko trotzdem zwischen praktisch 0 und 80% bewegen kann. Das heißt, das ist kein geeignetes Kriterium, das Risiko der Patienten zu beurteilen. Trotzdem wurde das hier herangezogen. Die Patienten haben dann im Rahmen dieser sogenannten randomisierten Studie, also per Zufallsprinzip, einen der beiden Studienarme. Die einen haben Behandlung bekommen, Imatinib, Gleevec für 1 Jahr, und die anderen haben nichts bekommen, nur, in Anführungszeichen, nur Kontrolle, Nachsorge. Man sieht jetzt hier die beiden Kurven. Die Patienten, die Imatinib bekommen haben für 1 Jahr, das ist die durchgängige Linie, die haben seltener einen Rückfall bekommen als die, die kein Imatinib bekommen haben. Das heißt, diese Studie hat uns als ersten Hinweis gezeigt, dass man durch die Einnahme von Imatinib, Gleevec, für 1 Jahr die Wahrscheinlichkeit, einen Rückfall zu bekommen, reduzieren kann. Dann hat man die Studie analysiert, ob das auch Einfluss auf die Heilungsrate, auf die Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Und diese Kurve hier ist in zweierlei Hinsicht sehr interessant. Erstens mal sieht man an dieser Kurve, dass das definitiv nicht die richtigen Patienten waren, die man in der Studie untersucht hat. Denn hier ist praktisch gar kein Patient an dem Tumor gestorben. Das heißt, es sind alles Patienten mit einem sehr, sehr geringen Gesamtrisiko gewesen. Also nicht die wir im Auge haben, wenn wir eine vorbeugende Therapie überlegen oder nicht. Der zweite wichtige Punkt ist hier, dass sich an dieser Kurve, was das Überleben angeht, also die Heilungswahrscheinlichkeit, kein Unterschied zwischen Imatinib und Placebo, also Scheinmedikament, zeigt. Das heißt, 1 Jahr Gleevec eingenommen für alle GIST-Patienten, unabhängig von ihrem Risiko, hat auf lange Sicht keinerlei positiven Effekt und macht insofern keinen Sinn. Das war der Kenntnisstand, als wir in Skandinavien und in Deutschland uns Gedanken gemacht haben, was kann man an so einer Untersuchung besser machen. Das Problem, dass Patienten mit einem hohen Risiko einen Rückfall bekommen können, ist natürlich bekannt gewesen. Und die Frage war, welche Patienten müssen wir denn sinnvollerweise behandeln, um eben das Rückfallrisiko zu verringern? Und wir haben dann eine neue Studie aufgelegt in Skandinavien und in Deutschland. Der Studienleiter war Professor Joensuu aus Helsinki in Finnland. Und ich war der Studienleiter für Deutschland. Wir haben in dieser Studie im Laufe der Jahre 400 Patienten eingeschlossen, 320 aus Deutschland, davon 100 bei mir in Berlin. Wir waren mit Abstand das wichtigste Zentrum. Und 80 Patienten kamen aus Gesamtskandinavien. Das heißt, wir haben hier in Berlin mehr Patienten eingeschlossen als die gesamten skandinavischen Länder zusammen. Wie hat sich unsere Studie unterschieden? In 2 entscheidenden Punkten. Zum einen haben wir gesagt, wir wollen nur Patienten behandeln, die auch ein entsprechend hohes Risiko haben. Weil wenn ein Patient gar kein Rückfallrisiko hat, dann braucht er auch keine vorbeugende Behandlung, um ein Risiko zu verringern. Das macht nur Sinn bei einem hohen Risiko, welches sich lohnt, verringert zu werden. Zweitens, wir waren zu der Zeit schon überzeugt, dass eine vorbeugende Behandlung für Patienten mit hohem Risiko, nur die haben wir ja behandelt, sinnvoll ist. Und deshalb haben wir auch keine Kontrollgruppe gewählt, die keine Therapie bekommt, sondern wir haben als Grundsatz gesagt, erstens, wir behandeln nur Patienten mit hohem Risiko und zweitens, alle Patienten mit hohem Risiko brauchen eine Behandlung. Die Frage ist also nicht Behandlung ja oder nein, sondern
Behandlung in jedem Falle ja, aber wie lange? Das heißt, wir haben untersucht Patienten mit hohem Risiko und haben verglichen ein Jahr vorbeugende Behandlung, wie die Amerikaner, oder 3 Jahre Behandlung, weil wir zu der Zeit schon die Vermutung angestellt haben, dass eine längere Behandlung wahrscheinlich noch sicherer ist als eine einjährige Behandlung. Es sind die Kurven, die dann bei unserer Studie herausgekommen sind und die haben wir 2012 erstmals veröffentlicht. Man sieht, dass sowohl beim rückfallfreien Überleben, das ist diese Kurve, die 3 Jahre Therapie wesentlich seltener mit einem Rückfall verknüpft sind. Nochmal zur Erinnerung, Rückfall ist immer, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo es abgebrochen ist. Das ist also jetzt das Ergebnis unserer Untersuchung, 1 Jahr versus 3 Jahre bei Patienten mit hohem Rückfallrisiko. Ja, wir sehen, das hat auch die amerikanische Studie schon gezeigt, das Rückfallrisiko ist, wenn man 3 Jahre behandelt, viel geringer, als wenn man nur 1 Jahr behandelt. Was aber das Entscheidende an unserer Untersuchung war, das ist die erste und bislang auch einzige Untersuchung weltweit, die das so zeigen konnte, dass auch die Heilungswahrscheinlichkeit, also das Überleben der Patienten, mit einer 3-jährigen Therapie besser ist als mit einer 1-jährigen Therapie. Zu der Zeit haben viele argumentiert, ja, man kann die Rückfälle nicht verhindern, sondern nur verzögern. Im Endeffekt kriegt dann doch jeder, der einen Rückfall bekommen wird, den Rückfall, der eine früher, der andere später, aber auf lange Sicht ist es kein Unterschied. Das haben wir hier zeigen können, ist nicht der Fall. Die Patienten, die 3 Jahre behandelt wurden, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, geheilt zu sein, als die, die nur 1 Jahr behandelt wurden. Allerdings war zum Zeitpunkt dieser Präsentation 2012 die Nachbeobachtungszeit, also wie lange wir die Patienten weiterhin im Verlauf beobachtet haben, in einer Größenordnung von 5 Jahren. Das ist also noch nicht so sehr lang. Das heißt, wir haben die Patienten alle weiter beobachtet. Was wir dann auch gemacht haben, ist zu gucken, inwieweit die Mutation, also die genetische Veränderung in der Tumorzelle, sofern vorhanden, welchen Einfluss die auf die Rückfallwahrscheinlichkeit hat. Das ist hier dargestellt. Wir sehen, dass eine spezielle Mutation, die heißt D842V, sich ganz anders verhält. Das ist die gepunktelte Kurve hier oben. Das sind Tumoren, die wir bislang nicht medikamentös behandeln konnten. Inzwischen kann man das, damals konnte man das nicht. Die verhalten sich aber relativ wenig aggressiv, das heißt, die machen nur selten Rückfälle. Da sieht man, die Kurve bleibt ziemlich oben. Dementsprechend anders ist hier diese schwarze Kurve mit Exon 9. Exon 9 ist eine sehr schwierige Mutation, die kommt selten vor bei lokalisierten GIST und wir wissen heute, das war damals noch nicht so richtig bekannt, dass diese Tumoren mit einer Exon-9-Mutation mit einer Standarddosierung von Imatinib, Gleevec, 400 Milligramm, nicht ausreichend gut behandelt werden. Wir empfehlen heute bei diesen Tumoren, bei den Patienten mit diesen Tumoren, eine höhere Dosierung von 800 Milligramm. Das heißt, die Patienten mit einem Exon-9-GIST waren mit den 400 Milligramm nicht ausreichend gut behandelt. Die haben zu wenig Gleevec bekommen und deshalb war auch der Verlauf für diese Patienten nicht so günstig, weil die vorbeugende Therapie aufgrund der geringen Dosierung nicht ausreichend gut gewirkt hat. Gerade schon gesagt, die Verlaufsbeobachtung ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben deshalb einige Jahre später, das ist jetzt hier 2016, die Erstpublikation war ja 2012, die Patienten nochmals analysiert und man sieht, jetzt ist hier die Nachbeobachtungszeit über 8 Jahre.
Und das bestätigt sich, die rückfallfreie Überlebenswahrscheinlichkeit ist für die 3 Jahre weiterhin besser als für 1 Jahr. Und ganz entscheidend, diese Kurve hier, die Heilungsrate ist weiterhin besser mit der 3-jährigen Therapie als mit einer 1-jährigen Therapie. Das heißt, die Unkenrufe von einigen, die der Meinung waren, unsere Studie würde auf lange Sicht keinen Erfolg zeigen, waren hier schon wieder widerlegt. Auch nach längerer Nachbeobachtung ist die Heilungschance mit 3 Jahren vorbeugender Therapie weiterhin viel besser als mit 1-jähriger. Das heißt, die Unterstellung, früher oder später kriegen dann doch alle ihren Rückfall, die einen Rückfall irgendwann bekommen und es macht auf lange Sicht keinen Unterschied, ist auch hier wieder eindeutig bestätigt, nicht korrekt. Das übergehen wir mal aus Zeitgründen. Es gab dann noch eine dritte Studie zur vorbeugenden adjuvanten Therapie. Die wurde in vielen europäischen Ländern durchgeführt von der EORTC-Sarkom-Studiengruppe. Hier war das Konzept so ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch. Man konnte sich nicht so richtig entscheiden, welche Patienten man behandeln will. Deshalb wurden hier Patienten mit einem mittleren und mit einem hohen Rückfallrisiko behandelt. Und man konnte sich auf die Zeitdauer auch nicht so richtig einigen. Und deshalb haben die einen Patienten keine Therapie bekommen und die anderen Patienten eine 2-jährige Therapie. Also jeweils so ein Zwischending zwischen der amerikanischen Studie und unserer deutsch-skandinavischen Studie. Das Ergebnis war dann auch dementsprechend etwas enttäuschend. Man hat für die Patienten, die 2 Jahre Imatinib bekommen haben, Gleevec, gesehen, da ist die Wahrscheinlichkeit, einen Rückfall zu kriegen, geringer. Aber so richtig überzeugend war das Ergebnis nicht. Also richtig viel gelernt haben wir aus der Studie eigentlich nicht. Das heißt, den ersten Hinweis, dass eine vorbeugende Therapie funktioniert, haben uns die Amerikaner gegeben mit einer Studie, die aber viele Schwächen hatte. Und die richtig entscheidenden Erkenntnisse haben wir aus unserer skandinavisch-deutschen Studie getroffen, nämlich 3 Jahre ist wesentlich besser als 1 Jahr für Patienten mit einem hohen Rückfallrisiko. Die Frage, ist es jetzt damit endgültig beantwortet? Die bleibt natürlich trotzdem im Raum stehen, weil wir haben gesehen, auch Patienten, die für 3 Jahre behandelt wurden, können trotzdem noch einen Rückfall bekommen. Die Heilungsrate ist leider trotzdem nicht 100%. Manche kriegen trotzdem einen Rückfall. Das ist zwar viel seltener, als wenn man nur 1 Jahr behandelt, aber eben leider nicht null oder umgekehrt die Heilungsrate nicht 100%. Sodass sich jetzt die Frage stellt, können wir die Patienten identifizieren, die trotz der längeren Behandlung von 3 Monaten immer noch ein erhöhtes Rückfallrisiko haben? Das wären dann Patienten, wo man vielleicht noch mehr als 3 Jahre behandeln muss. Das ist eine offene Frage. Wir haben das dann eingeteilt hier in unterschiedliche Gruppen, die eben das geringste innerhalb der Gruppe mit hohem Risiko. In der Studie sind ja nur Patienten mit hohem Risiko behandelt worden. Aber innerhalb des hohen Risikos, die relativ gesehen geringste Risikogruppe, so eine mittlere und die mit dem höchsten Risiko. Und wenn wir mal hier gucken auf der Kurve, die ist ein bisschen komplex, aber da sehen wir, dass die beiden blauen Kurven am weitesten auseinandergehen. Die blaue gepunktete Kurve hier und die blaue durchgezogene Kurve hier. Das sind die Patienten mit dem mittleren Risiko. Das heißt, da ist der Unterschied am besten. Da macht die 3-jährige Behandlung den größten Vorteil aus. Für die schwarze Kurve hier, gepunktet und durchgezogen, gibt es auch einen Unterschied. Aber hier sieht man, dass auch die mit 3 Jahren Behandlung und hohem Risiko, das sind die gepunktet schwarzen, also diese Kurve, ich fahre sie nochmal entlang, die kriegen
trotz der 3 Jahre mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Rückfall. Das heißt, das ist unsere Patientengruppe, wo wir klären müssen, ob vielleicht mehr als 3 Jahre noch besser ist als 3 Jahre. Also hier gibt es einen weiteren Verbesserungsbedarf. Deshalb läuft jetzt seit 2 Jahren eine Anschlussstudie, bei der wir untersuchen, Patienten mit dieser speziellen Risikogruppe, die ich gerade erklärt habe, die bekommen ja standardmäßig, das ist heutzutage überall auf der Welt der Standard, Patienten mit hohem Risiko kriegen 3 Jahre Gleevec aufgrund unserer Studienergebnisse. Und Patienten mit dieser speziellen Risikogruppe, die werden nach 3 Jahren, wenn sie an der Studie teilnehmen wollen, an der neuen Studie, wieder per Zufall in Gruppen eingeteilt. Entweder 2 weitere Jahre Imatinib, das sind dann also insgesamt 5, oder, das ist heutzutage der Standard, nach 3 Jahren aufhören und eben Nachsorgeuntersuchungen. Das heißt, vergleichen tun wir in der Studie 2 Jahre versus keine Therapie, aber vom gesamten Konzept her vergleichen wir 5 Jahre Therapie mit 3 Jahre Therapie. Diese Studie hat inzwischen mehr als die Hälfte der Patienten eingeschlossen, aber es wird natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir hier Ergebnisse haben. Das heißt, im Moment ist die Frage, sind 5 Jahre besser als 3 Jahre? Die Frage können wir bisher nicht beantworten. Wir können aber auch nicht unterstellen, dass 5 auf jeden Fall besser wäre als 3, weil wenn wir das schon wüssten, dürften wir ja die Studie gar nicht machen und die Patienten durch Zufall in 3 Jahre oder 5 Jahre einteilen, weil wenn 5 Jahre sicher besser wäre, müssten ja alle Patienten 5 Jahre bekommen. Also die Studie wird uns in einigen Jahren die Antwort geben. Bislang haben wir die Antwort nicht. Vielleicht sind 3 Jahre genauso gut und man muss nur 3 Jahre die Tabletten einnehmen. Vielleicht sind 5 Jahre besser. Dann wird man in Zukunft Patienten mit diesem speziellen Risiko empfehlen, 5 Jahre zu nehmen und Patienten, die ein nicht so hohes Risiko haben, eben nur 3 Jahre. Das ist aber im Moment Zukunftsmusik. Die Frage können wir noch nicht beantworten. Also wenn ein Patient fragt, was ist denn nun besser, 5 oder 3, dann ist die Antwort, außerhalb dieser Studie ist 3 nach wie vor der Standard. Das ist die wissenschaftlich belegte, bestmögliche Therapie heutzutage. Aber wir machen diese Untersuchung mit der Frage, vielleicht sind ja 5 besser. Außerhalb dieser Studie ist eine Behandlung über 5 Jahre nicht gerechtfertigt und wird von uns ausdrücklich nicht empfohlen. Also entweder Standard, 3 Jahre, oder Studienteilnahme, dann 3 oder 5. Kommen wir zum Abschluss, Zusammenfassung. Ganz entscheidend ist, wenn bei einem Patienten GIST operiert wurde, dass wir mit den ausführlich diskutierten Verfahren das Rückfallrisiko so genau wie möglich bestimmen, um dem Patienten sagen zu können, ihr Risiko ist sehr gering oder ihr Risiko ist ein bisschen erhöht, aber immer noch nicht problematisch, oder ihr Risiko ist stark erhöht, dann bedeutet das, wird man eine vorbeugende Therapie empfehlen. Ganz entscheidend ist die Mutationsanalyse. Es gibt spezielle Mutationen, da kommt eine Behandlung nicht in Frage, weil es keine wirksamen Medikamente gibt, sodass hier also diese Analyse absolut verpflichtend ist. Die Frage, muss man eine vorbeugende Therapie machen, ja oder nein, ist ohne dass man die Mutationsanalyse kennt, nicht beantwortbar. Das heißt, wenn ein Patient kommt und um Rat fragt, soll ich eine vorbeugende Therapie machen oder nicht, dann brauchen wir die notwendigen Informationen, gucken das Rückfallrisiko an, gucken die Mutation an und dann können wir die Frage beantworten. Wenn die Mutation nicht vorliegt, muss die erst bestimmt werden, analysiert werden und dann kann man die Frage beantworten.
Wenn das Risiko entsprechend hoch ist, ist 3 Jahre Imatinib die weltweite Standardtherapie zur Vorbeugung eines Rückfalls. Ist das Risiko niedrig, führen wir keine vorbeugende Therapie durch. Wenn diese vorher schon erläuterte spezielle Mutation D842V vorliegt, machen wir grundsätzlich gar keine vorbeugende Therapie, egal wie das Risiko ist. Und auch wenn wir keine Mutation im KIT oder PDGF-Rezeptor Alpha finden, das nennt man dann Wildtyp, dann wird ebenfalls keine vorbeugende Therapie gemacht, weil bei diesen beiden Konstellationen, D842V oder Wildtyp, KIT, PDGF-Rezeptor Alpha, ist das verwendete Medikament Imatinib, Gleevec, komplett unwirksam. Und dann macht natürlich eine vorbeugende Therapie auch keinen Sinn, wenn im speziellen Fall das Medikament gar nicht wirkt. Gut, so ist der aktuelle Kenntnisstand zur vorbeugenden Therapie. Also Tumor vollständig entfernen, Rückfallrisiko bestimmen, Mutationsanalyse machen und abhängig davon entweder Nachsorgeuntersuchungen und keine Therapie oder Imatinib, Gleevec für 3 Jahre. Nach den 3 Jahren dann eventuell Teilnahme an der Studie, 2 weitere Jahre, also insgesamt 5, oder Beendigung der Therapie nach 3 Jahren. Das ist aktuell der Stand zur vorbeugenden Therapie. Gut, dann danke ich allen fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn möglich, Markus, würden wir aufgrund des kurzen technischen Ausfalls jetzt trotzdem noch uns Zeit für Fragen nehmen, wenn das technisch geht.